nachdem es immer wieder Fragen gibt bezüglich Abo, Adobe Creative Cloud, habe ich hier mal die wichtigsten Dinge zusammengefasst. Für Fotografen ist das Foto-Abo sozusagen das Richtige. Und dieses Abo umfasst Lightroom, das ist sozusagen die Cloud-Version. Hier möchte Adobe, dass die Leute die Fotos in der Cloud speichern. Was früher die Desktop-Version war, heißt jetzt Lightroom Classic. Und diese Lightroom Classic-Version gibt es für Windows und für Apple-Computer. Die Photoshop-Version ist in dem Creative Cloud-Abo enthalten. Das heißt, im Creative Cloud-Abo habe ich hier mal Lightroom. Das kann ich auf mobilen Endgeräten verwenden. Das Interessante ist, funktionieren tut das Ganze über die Adobe-ID. Das heißt, ich melde mich dann entweder im Google Play Store oder im App Store an, lade diese Lightroom-App herunter und kann sogar aus dieser App fotografieren. Dann werden die Fotos sofort in den Katalog importiert und das wird dann auch mit dem Standgerät, mit dem Standrechner synchronisiert. Das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr interessante Option. Dann wäre hier noch Photoshop Express. Das ist auch eine App, mit der ich am Smartphone Bilder bearbeiten kann. Das macht sehr viel Spaß, funktioniert inzwischen schon sehr gut und ist einfach für zwischendurch, wenn man schneller mal ein Foto bearbeiten möchte, eine tolle Sache. Um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, das Fotografen-Abo beinhaltet Lightroom. Das ist die Version, die Cloud-Version, das heißt, hier würden die Fotos in der Cloud abgespeichert werden. Lightroom Classic ist für Windows oder Apple Computer. Photoshop ist die Desktop-Version auch für Windows und Apple. Und Photoshop Express wäre wieder eine App fürs Handy. Wenn ihr das Abo abschließt, dann bitte das Creative Cloud Foto-Abo auswählen. Denn nur in diesem Abo ist auch Lightroom enthalten. Es ist sehr verwirrend, denn dieses erste Lightroom-Abo enthält nur Lightroom, die Cloud-Version, inklusive 1 Terabyte Cloud-Speicher. Das wäre aber genau das, was wir nicht brauchen in den meisten Fällen. Das heißt, hier aufpassen, einfach das Creative Cloud Foto-Abo wäre das richtige Abo. Was viele Leute nicht wissen, ihr könnt euch auf 2 Computern mit eurem Abo anmelden. Das geht über die Adobe ID. Und wenn ihr beispielsweise in der Firma arbeitet, könnt ihr dann zu Hause auch auf eurem Rechner arbeiten. Und sollten einmal zu viele Nutzer angemeldet sein, dann werdet ihr automatisch verständigt. Sämtliche Updates bekommt ihr über die Creative Cloud Desktop App. Das heißt, ihr seid hier immer auf dem neuesten Stand, werdet benachrichtigt und es werden sofort alle Updates hineingespielt. Wenn einmal neue Kameras hinzukommen beim Lightroom zum Beispiel oder neue Funktionen, dann habt ihr die immer sofort griffbereit.